Herzlich willkommen zurück in meiner Abnehmen-Show. Wir befinden uns jetzt, glaube ich, in der 38. oder 39. Woche, in dem ich dabei bin, mein Gewicht zu verlieren und vernünftig auszusehen. Und diese Woche habe ich ein bisschen was zu erzählen. Zum einen erstmal schöne Grüße an Juju, der mich immer mit allen Dingen versorgt, die ich so brauche, zwischendurch. Und dann werde ich in Zukunft versuchen, dieses Videoformat, Programm, Serie etwas zu ändern. Oder ich versuche es zumindest. Und zwar habe ich mir gedacht, oder ich muss mal anders anfangen zu erzählen. Also vorab, das Video wird tatsächlich diesmal ein bisschen länger. Ich bekomme immer Fragen von Leuten, die sich das Video angucken. Und die fragen dann immer, ja Mensch, du oder erzählen mir, die sagen dann eben halt, schön, dass du das Video machst und machst du auch gut und wir gucken dir gerne zu. Ja, danke dafür. Aber dann kommt immer, ja, du erzählst immer von dir, aber erzählst nie, was du gemacht hast. Oder du sagst zwar, ich habe weniger gegessen und ich habe das gemacht, aber nicht so detailreich. Und ich glaube, es gibt tatsächlich mittlerweile Leute, die sich das hier angucken und vielleicht das gerne nachmachen möchten. Und deshalb habe ich beschlossen, mir meine Kalorienzahlen aufzuschreiben, beziehungsweise ich mache dann, ja, das weiß ich noch nicht, wie ich das mache, ob ich jeden Tag immer ein kleines Video mache. Also der Hintergrund ist folgender. Ich habe mir überlegt, dass ich jeden Tag dokumentiere, aber ich sage jetzt nicht, was ich gegessen habe, drei Brötchen und eine Frikadelle oder sonst irgendwas, sondern ich begrenze das auf die mir zur Verfügung stehenden Kalorien pro Tag und wie viel ich davon tatsächlich verspeist habe, so dass man praktisch das Defizit sieht. Also ich sage jetzt mal, 2500 Kalorien stehen mir am Tag zu und ich habe dann am Montag aber nur 2000 Kalorien gegessen. Und das schreibe ich mir auf, mache ich dann jeden Tag eine Notiz und am Monatsende, hätte ich beinahe gesagt, am Wochenende, wenn dann wieder so ein Video kommt wie jetzt, dann werde ich einfach sagen, okay, Montag habe ich 500 Kalorien weniger gegessen, Dienstag 300, Mittwoch 800, so dass wir die weniger gegessenen Kalorien praktisch zusammenzählen und dann das Ergebnis der Waage uns angucken. Ich werde auch nochmal einblenden, welche Apps ich auf dem Handy benutze. Eigentlich ist es nur eine App, so eine Kalorienzähl-App, die ich benutze. Die blende ich euch gleich nochmal ein. Und dann kann jeder das nachmachen, wer will. Diese App ermittelt übrigens auch anhand eures Alters und eures Bewegungsumfanges, wie ob ihr sitzende Tätigkeit habt oder ob ihr, was weiß ich, auf dem Bau arbeitet. Die ermittelt also eure Tageskalorienzahl. Dann zieht die App automatisch 500 Kalorien ab. Ich sage jetzt mal, bleiben wir mal bei 2500 Kalorien. Sagen wir mal, diese App sagt zu dir, du darfst heute 2500 Kalorien zu dir nehmen. Dann hat sie aber schon 500 Kalorien im Hintergrund abgezogen. Das heißt, theoretisch dürftest du sogar 3000 Kalorien essen, um dein Gewicht zu halten. Aber wir wollen ja Gewicht reduzieren. Deswegen macht die App automatisch schon 500 Kalorien weniger und sagt dir, du hast 2500 Kalorien zur Verfügung und die solltest du nicht überschreiten. Und wenn du hast dann praktisch schon automatisch immer so ein Tagesdefizit von 500 Kalorien, das macht die App automatisch nochmal und dann verlierst du natürlich Gewicht und Fett wird verbrannt. Ich mache es noch ein bisschen schlimmer, ich erreiche meine vorgegebenen Kalorien selten. Ja, manchmal überschreite ich das auch, aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass ich unter den abgezogenen Kalorien trotzdem nochmal so 300, 400, 500 Kalorien drunter bin. Das heißt, ich komme ungefähr auf ein Kaloriendefizit pro Tag zwischen, na, sagen wir mal so 700 und 1000 Kalorien weniger, als ich zu mir nehmen dürfte. Das sind ganz genau, und jetzt rechnen, ein Kilo Körperfett hat ungefähr 7000 Kalorien. Und ihr wundert euch immer, warum ich zum Wochenende, also wenn das Video am Sonntag kommt,
fast jede Woche sage, ich habe ein Kilo wieder abgenommen. 1000 Kalorien pro Tag, 7 Tage die Woche, 7000 Kalorien, ein Kilo Fett. Ist irgendwo logisch, oder? So funktioniert es. Bei mir funktioniert es wirklich gut. Und jetzt komme ich, genau, bevor ich meine Geschichte erzähle, komme ich erstmal zu den Fakten. Also, diese Woche habe ich tatsächlich nur 500 Gramm abgenommen, also ein halbes Kilo. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, denn ich habe gestern sehr viel getrunken, mal wieder. Trinken gehört auch mal gut zum Stoffwechsel dazu. Und ich glaube, ich habe mehr getrunken, wie ich auf dem Pott war, um das wieder rauszulassen. Das heißt, morgen, wenn ich mich auf die Waage stelle, werde ich wahrscheinlich ein Kilo geschafft haben. Aber es ist so, wie es ist. Die Waage hat heute 500 Gramm angezeigt. Und weil wir nicht übertreiben, sondern eher untertreiben, habe ich diese Woche ein halbes Kilo abgenommen. Ich bin jetzt bei 112 und ein bisschen. Ich habe euch im letzten Video gesagt, ich werde es schaffen, bis zum Monatsende, also in 10 Tagen, auf 110 zu kommen. Das Versprechen versuche ich noch zu halten. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie sich morgen das Gewicht entwickelt. Wenn ich morgen tatsächlich diese 500 Gramm mehr, also wenn ich morgen ein Kilo weniger habe, dann bin ich ja schon bei 111, und dann sollte ich das tatsächlich wirklich schaffen. So. Jetzt das erstmal jetzt zu mir und das, was ich in Zukunft vorhabe, wie ich das mache. Das Einblenden der App und diesen Kalorienverlauf, das spare ich mir für nächsten Sonntag auf. Also macht euch schon mal gefasst darauf, dass nächsten Sonntag ein ausführlicheres Video kommt mit Schritt für Schritt, wie viel habe ich heute gegessen, wie viel, dann kann es jeder nachmachen. Ich blende dann auch, wie gesagt, alles ein oder verlinke das. Dann könnt ihr euch die Apps downloaden. Sind kostenlos, also braucht ihr nicht mal Geld für ausgeben. Und jetzt ist das ein geiler Übergang. Jetzt kommen wir zum Thema Geld. Sehr, sehr geil. Also, mein Kanal wird anscheinend tatsächlich mittlerweile von Leuten angeguckt, die Interesse daran haben, dass ich für die Produkte verkaufe. Ja? Und jetzt ist eine Firma auf mich zugekommen und da muss man mal die Beknacktheit da sehen, die dahinter steckt. Also das ist für mich völlig idiotischer Vorschlag gewesen. Also das ist die Firma, darf man das sagen? Keine Ahnung, ich bin privat, ich kann das sagen. Das ist die Firma LR gewesen, die vertreibt Ernährungsprodukte, sowas ähnliches wie Eiweiß, also so wie Yokebe, weißt du, diese Diät-Shakes und mit Geschmack und all so ein Kügelkram. Und ich habe gesagt, okay, das hört sich gut an, wenn es schmeckt und das stimmt, was da drauf steht auf dem Etikett, also wenn die Inhaltsstoffe in Ordnung sind, dann habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Jetzt kommt die Beklopptheit. Dann habe ich überhaupt kein Problem damit, das zu bewerben. Warum auch nicht? Kannst dir vielleicht ein paar Euro nebenbei mit verdienen und alles ist gut. Win-Win-Situation, ja? Pass auf, jetzt kommt das Geile von allen. Jetzt sagen die allen Ernstes, ich soll das Produkt bewerben, aber ich muss es vorher kaufen. Ich sag, was kaufen? So ein bisschen so wie, ich glaube so wie bei Tupo oder sowas, ja? Du musst erstmal so ein Starter-Kit kaufen für 700 Euro. Dann machst du dadurch Werbung und durch die Abverkäufer gewinnst du Geld. Nein, nicht mit mir. Dafür bin ich viel zu. Nein, hier, dumm oder was? Wenn ihr von LR mir zuguckt und dieses Video seht, ich kann das gerne bewerben, solange die Produkte in Ordnung sind. Aber dann stellt mir das hier hin, ich bewerbe das. Und dann gibt ihr mir Kohle in meine Hand rein. Ihr gebt mir Geld, ich bewerbe das. Nicht, ich kaufe ein Starter-Set und wenn es dann verkauft wird, kriege ich Kantine. Gar nicht, mache ich nicht, brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Voll affig. Also, das habe ich euch mal nur am Rande erzählt, wieso manche Firmen ticken oder beziehungsweise deren Vertriebskanäle ticken. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute darauf reinfallen und ihr Geld ausgeben und letztendlich vielleicht gar nichts verkaufen. Das heißt,
Wer hat gewonnen? Nur die große Firma. Du nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Tupper ist. Ihr könnt es ja, wenn ihr Bock habt, in den Kommentaren schreiben. Ich glaube, bei Tupper ist es ähnlich. Ne? Da kriegst du, glaube ich, so ein Starter-Set, das du kaufen musst. Dann machst du eine Tupper-Party. Nur zwei Leute kaufen irgendeine alte Dose. Und dann hast du erstmal 700, 800, 900 Euro ausgegeben. Und bis du das eingespielt hast, musst du ordentlich Tupper-Partys machen. Und das ist ja der Sinn. Das ist ja der, da leben diese Geschäfte ja natürlich von der Dummheit der Menschen, erstmal viel Geld auszugeben und dann irgendwie einen Abverkauf zu starten, der vielleicht gar nicht funktioniert. Und schon steht ihr auf dem Scheiß und wird das nicht los. Und was sagt die Hausfrau dann nach einem Jahr, wenn sie ihre Sachen nicht verkauft hat? Naja, ist ja nicht so schlimm, dann behalte ich das für mich. Ja, genau, dann behältst du es für dich, hast aber eine Investition getätigt, die du vielleicht gar nicht wolltest. Siehst du, und das wollte ich euch einfach mal erzählen, weil es einfach behindert ist. Das ist total behindert, finde ich sowas. Ne? Hol auf der Hand, bewerben und dann ist gut. Aber nicht andersrum. Also zumindest ist es nicht mit mir. Muss man schon ziemlich auf den Kopf gefallen sein, wenn man so einen faulen Deal angeht. So, was gibt es noch zu erzählen? Den Julio habe ich gegrüßt. Den Sedat möchte ich auch nochmal grüßen, der guckt auch immer zu. Leider habe ich meinen Hubschrauber zurzeit, mein Maskottchen. Ich habe so einen kleinen Holzhubschrauber früher immer auf dem Tisch stehen gehabt. Und den habe ich zurzeit leider nicht. Es ist auch noch kalt draußen, wir haben 5 Grad, Klimawandel 5 Grad. Wir haben heute Morgen 5 Grad gehabt und heute Nacht haben sie gesagt Bodenfrost. Hallo, wir haben Ende April. Herrlicher Klimawandel, ganz fantastisch. Also schmilzt alles ab hier bei uns in Deutschland und vor allen Dingen in Deutschland. Darum müssen wir auch alles abschalten. Und nein, politisch will ich jetzt nicht werden. Nein, das lassen wir lieber beiseite. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Ich muss immer noch über diese geknackte Firma lachen. Gibt es sonst noch irgendwas zu erzählen? Nee, ich glaube nicht. Also ich bin guter Dinge. Ich bin wirklich auf dem Weg, jetzt vernünftig auszusehen. Zumindest behaupte ich das mal. Und ich habe ja hier diese Nasalfalten, die nerven mich noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass meine Wangen noch relativ dick sind. Also wenn die weg sind, wenn die mal weggehen, also wenn die mal weggehen, dann ist dann, wenn diese Falten, dann, ich weiß gar nicht, ob man das so sieht auf der Kamera, aber wenn ich die Haut so ein bisschen straffe, dann sehe ich nochmal 10 Jahre jünger aus. Das gefällt mir eigentlich. Ich weiß aber nicht, ob das jemals weggehen wird. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wenn nicht, dann ist es auch mal so. Gibt es sonst noch was zu erzählen? Nee, ich glaube, jetzt habe ich hier nonstop in einem Zug durchgeschnattert. Ich habe nicht mal geschnitten, das ist tatsächlich in einem Zug durchgelaufen, das Video. Jetzt bin ich außer Atem. Also, ich glaube, ich komme zum Schluss. Alles andere wäre jetzt Spinnerei, wenn ich irgendwas erzähle. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder und bleibt mir treu, ihr Gatzos, und schaltet hier diesen Kanal wieder ein. Ja, also bis nächstes Mal. Tschüss, tschüss.